Willkommen zurück bei Pokémon Blue Edition bzw. Version und Blaue Edition. Wir sind hier bei einem Arena-Kampf gegen Erika. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte. Oh, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut, ich werde ohnehin nicht verlieren. Ja, dann ist der Mund ziemlich voll, aber es könnte schon sein, dass sie recht hat. Da bin ich natürlich sehr kritisch dagegen. Ich meine, ein Satzene, das Gift hat auf Level 29 und Gengar Level 38. Und dann setze ich auch noch Donnerblitz ein, weil ich dumm bin. Das könnte schon ein spannender Kampf werden, ne? Ja, ne, Schmarrn, okay, jetzt mache ich richtig, also. Mal gucken, wie viele Rasibler Char macht. Ja, lächerlich, aber es ist ein Volltreffer, das ist gut. Weil bei Tazena habe ich ein bisschen gestört, dass es nicht ganz 100% Volltreffer bei Rasierblatt hat, aber die Chance ist ja dennoch sehr, sehr hoch. Deswegen kann ich da fast 100% sehen, und damit auch noch fast nicht so herrlich wie bei Bisaflor. Aber gut, da muss ich mit leben. Okay, Tangela kommt. Da hätte ich jetzt gerne Eis, was ich dagegen einsetzen könnte. Beziehungsweise Feuer, aber Feuer kriege ich erst sehr spät im Spiel. Aber gut, meine Psychokinese mit Volltreffer reicht vollkommen aus. Und ja, da haben wir noch das Giflor, das hat ebenfalls Gift. Tangela ist ja das einzige Pflanzen-Pokémon dieser Generation, das kein Gift mit drin hat. Ansonsten die drei Evolutionslinien mit je drei Entwicklungsstufen, nämlich Bisasam, Clufensa und Mirapla haben alle Pflanzengift mit drin. Das ist sowieso die häufigste Combo im Spiel, aus irgendeinem Grund, aber es bringt Pflanzen nur Nachteile. Vor allem, weil es hier damals auch keine gescheiten Giftattacken gab. Und bis heute eigentlich auch nur Matschwurmel gibt, aber die ist auch nicht so toll. Und Toxin natürlich, aber ich meine Angriffsattacken, Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich, ich übergebe dir den Farborden. Vor allem, weil Gifte nur gegen Pflanze stark sehr effektiv ist, wirklich nur gegen Pflanze. Aber da so viele Pflanzen-Pokémon noch Gift mit drin haben, es bringt das Gift einfach nicht. Das ist so schwach. Der Farborden des Pokémon ist Level 50 deinen Befehlen gefolgen. Außerdem könnten deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. Ja gut, Stärke haben wir noch nicht. Und das ist der Grund, warum ich nach dieser verdammten Arena warten musste. Für mein 20. Megasauger. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke dem Gegner abzieht. Es ist zwar nicht so stark wie Gigasauger, aber ich kann damit endlich mal meine Ultrigaria tatsächlich benutzen, weil mit seinem Wickel komme ich einfach nirgendwo hin. Also, dann bringe ich ihm mal Megasauger bei. Ja, ich werde eine Attacke vergessen. Nämlich... Ja, nehmen wir noch gerade Wickel. Wenn die Attacke sackt so. Gut, sie kann natürlich gut taktisch verwendet werden, aber nee, danke, nichts für mich. Du katalogisierst Pokémon? Ich bin beeindruckt. Ich würde niemals Pokémon sammeln, die mich nicht interessieren. Na gut, das ist das erste gute Argument, was ich höre, warum man nicht alle Pokémon sammeln sollte, aber ansonsten, ja. Okay, was gibt's jetzt noch zu tun? Wir müssen nochmal mit dem Zocker reden. Der hat uns bestimmt was über unseren grandiosen Sieg zu erzählen. Und dann können wir eigentlich auch schon das Item benutzen, was wir im Pokémon schon gekriegt haben. Was wir brauchen zum Weiterkommen, nämlich die Pokéflöte. Aber jetzt erstmal eines nach dem anderen. Ich habe übrigens neulich wieder einen Feuerrot, einen alten Feuerrot-Part von uns gesehen. Und der war noch so verpixelt, dass es mir wehgetan hat. Also diese HD-Grafik brennt sich halt echt in die Augen. So, da war der. Man kann die Münzen gegen seltene Pokémon eintauschen. Aber ich habe kein Glück im Spiel. Okay. Na, dafür wird er dann Glück in der Liebe haben. Aber, ich frage mich gerade, was mir dieser Satz jetzt weiterbringen sollte. Okay, was ich jetzt noch machen werde, ist, dass ich mein Ultrigaria auf ein angemessenes Level trainiere mit Megasauger. Es wird so eine Weile dauern, schätze ich. Aber ja. Versucht mich einfach mental zu unterstützen. Wir sehen uns dann demnächst. Tschüss, Leute, ich habe die Lunge aus dem Leib trainiert. Ohne Witz.
Boah, es hat sich gelohnt. Jetzt erlernt der endlich Rasierblatt. Das heißt, ich kann ihn endlich entwickeln. Also, Wachstum oder Schlafpuder, welche entscheidet mich für Wachstum? Wäre zwar nicht schlecht auf ihn zugeschnitten, gewiss hätte ich was mit anfangen können. Aber ich nehme dann doch lieber die Schlafattacke. Boah, ey. Ich glaube gar nicht, wie lange ich trainiert habe. Damit hat er ungefähr das gleiche Moveset wie Bisaflor. Der hätte dann auch Body Slam. Aber das kannst du tatsächlich leider nicht lernen. Der hat dafür Risikotackle, das habe ich ihm beigebracht. Weil es der jetzt ziemlich gute Combo im Verbund mit Megasauger war. Weil Risikotackle senkt die KP und Megasauger hält sie dann wieder auf. Deswegen habe ich auch gewartet, bis ich sie beigebracht habe, sonst Sinn ergeben. Und ja. Was mir dann natürlich noch fehlt, ist ein Name, für den ich ihn jetzt geben werde, und einen Blattstein, der ihn zu Zarzenia entwickelt. Also das, oh, ne, der Name zu Wert hat hier noch kein Schildle, merkwürdig. Da ist er. Brauchst du wieder einen Namen, Ja, was denn für ein Spitzname? Sag mal. Ultrigaria. Hm? Boah, ey, voll der geile Spitzname, ey, aber... Ja, voll kreativ und so, aber vielleicht findest du noch einen besseren. Jo. Hm. Okay, also. Ich nenne ihn. Wie nennen wir ihn denn? Genau. Nennen wir den guten. Ja. Damit er auch mal an diesem. LP-Teil hat. Willkommen, Yogi. Boah, voll der coole Name, ey. Ja, ja, ich weiß. Okay, damit sprechen wir jetzt nach Prismania City auf und bringen ihm, goddammit, nochmal endlich Blattstein bei. Da werde ich ihn im Kampf nicht als Zarzenia benutzen können. Und ja, ich musste ihn so lange trainieren, weil die Routen, wo jetzt kommen, sind ausschließlich für Gift gedacht. Da hätte ich ihn einfach nicht einsetzen können. Ich meine, der Typ kann nicht Schaufler lernen, der kann Body Slam nicht lernen. Das Einzige, was ich, wie gesagt, kann, ist Risikotackle. Und da würde da dann wirklich stark sein müssen und viele KP haben müssen, um das einigermaßen auszuhalten. Ach komm, fahr. Fahr doch. Ich weiß, ich hätte jetzt auf Hone City gehen können, aber mei. Die Stadt darf ich eigentlich noch nicht betreten, weil ich da eigentlich noch nicht war. Und ich werde auch erst auf Rücksane City hingehen, also bleibe ich aber mal legal. So, Elementsteine kosten 2100 Poké-Dollar, wenn ich richtig informiert bin. Dann holen wir uns die doch mal. Welchen Stock denn? Egal. Ich glaube, es war im dritten. Also hier, wenn ich mich richtig entsinne, genau. Da, wo die Theke unten war. Hallo? Vielleicht solltest du zu den Kunden schauen, wie wär's? Richtig. Ein Blattstein, bitte. Vielen Dank. Und da betritt jetzt diese awesome Entwicklung ein. Guck mal, wo ist mein Blattstein? Wo ist mein Blattstein? Da ist es. Und es geht an den Yogi. Hey! Yogi entwickelt sich! Und Teammitglied 4 ist im Team mit Gigasaug, Risikotackle, Rasierblatt und Schlafpuder. Vor allem Schlafpuder gefällt mir sehr, weil es eine zusätzliche Einschlafwürdigkeit neben Gengar bietet. Man, der Typ schaut auch nicht zu den Kunden, was für Schlamper. Ja. Also, da, das ist echt cool. Megasauger dann als Attacke, falls er KP wieder braucht, hat 40 Stärke, Rasierblatt Stärke mit 55 Stärke und das ist die Mega-Volltreffer-Chance. Deswegen habe ich da Rasierblatt und Megasauger genommen. Hätte ich einen Bisaflor, würde ich ihm nicht Megasauger beibringen. Sondern ich würde es bei Schlafpuder und Wachstum belassen. Wobei ich ihm eventuell Megasauger. Ja, wobei, vielleicht würde ich ihm sogar Megasauger beibringen, damit er die Möglichkeit hat, seine KP zu regenerieren. Aber das, denke ich, ist immer wichtig. Naja, gut. Jetzt, wo das geregelt ist, werde ich zunächst eine ganz kurze Pause machen. Und dann gehen wir in diesem Spiel weiter. Bis gleich. So, los geht's. Und ich werde zunächst, Yogi kann man zwar auch gut zum Fangen einsetzen. Aber standardgemäß werde ich, das Snowflake bevorzugen. Weil, ja... der letztendlich mit seiner Hypnose seine niedrigere Treffchance hat, aber durch Traumfresser eine stärkere Attacke. Daher ja, und ich werde ihn zum Schwächen vom Rad, die gute Abfahrt.
Und ja, jetzt können wir endlich dieses Pokémon-Level seit 36. Ihr seht, wie scheiß lange ich trainiert habe. Aber jetzt können wir endlich dieses fette Pokémon-Seite schaffen. Ein schlammes Pokémon versperrt den Weg. Richtig, die Proportionen stimmen zwar nicht ganz, aber es ist uns in diesem Fall egal. Wir spielen die Pokéflöte. Guten Morgen. Relax ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Relaxo. Ja, jetzt müssen wir... Ich finde den Schweiz so geil. Irgendwie, als würde der Turmkicker das so einsetzen. Ja, jetzt müssen wir auf alle Fälle versuchen, schnell wirklich einzuschläfen. Da kann mir zwar nichts anhaben, aber er hat Erholung. Und damit kann er mir immer wieder die KP, die ich ihm mühevoll abziehe, mit einem, ja, mit einem Akt praktisch einen Strich durch die Rechnung machen. Deswegen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Er hat eine sehr hohe Spezialverteidigung. Aber Traumfeuer ist ja dann doch sein Möglichstes getan. Ich traue mich jetzt nicht noch, ihn noch weiter zu schwenken. Deswegen habe ich jetzt einfach den Pokéball. 20 Stück, ich hoffe, das reicht. Das ist nämlich ein Problem, weil der Leichter ist sehr niedrige Fangrate. Und ja, wie gesagt, weiter mit einem anderen Pokéball würde jetzt nicht viel bringen, weil durch Erholung kann er das Ganze wieder ausmerzen. Okay, jetzt muss ich ihn wieder einschläfern. Wobei ich schon ihn lieber zu Rot schwächen würde, aber... Nee, Psychokinese würde den ganz knapp erledigen. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Wobei ich hier natürlich den Vorteil habe, dass ich ihn gleich wieder einschläfern kann. Ach kommt, wisst ihr was? Ich hole Yugi raus. Da kann er mit einem Rass... Oder? Ja, sagen wir Megasauge. Damit kann er ihm bestimmt einen guten Schaden machen, der eigentlich perfekt passen sollte. Yo, exzellent! Genau so würde ich das sehen. Okay, jetzt ist er aufgewacht. Das heißt... Wartet. Genau. Schlafpuder. Komm, treff! Ja. Ich hatte gerade gesagt, dass ich trifft, aber jetzt heißt ihn auf alle Fälle drin. Schlafpuder mit 75% Treffchance, eine höhere als Hypnose und geschwächt ist er ja. Also, Yugi, das packen wir. Und komm. Yo, das ist... Nice one! Gut, also ihr seht schon, mit dem Fangen habe ich hier schon mal mehr Glück wie in Pokémon Feuerrot. Es ist, was war so noch kein legendäres, aber ein Tagträumer, das 460 Kilogramm wiegt und 2,01 Meter ist. Also immerhin ein sehr faules Pokémon, welches nur schläft und frisst. Je größer es wird, desto mehr schläft es, ja. Ich werde ihn diesmal nicht ins Team nehmen. Hier ist er nicht ganz so nützlich. Er ist zwar hier auch stark und war auch overused damals, aber für mich ist er hier noch nicht ganz so nützlich. Ich bevorzuge den Feuerrot und Blattgrün. Yo, hi. Was haben wir hier Schönes? Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Geil. Wir werden mit dem Rad fahren. Richtig, wir sind jetzt auf dem Fahrradweg. Oder zumindest kurz davor. Du schaust durch das Fernrohr. Dort führt ein langer Weg über das Wasser. Damit meint er wahrscheinlich die stille Brücke, die da hinten ist. Du schaust durch das Fernrohr. Du siehst das Einkaufszentrum von Prismania City. Was total unlogisch ist, denn das ist in dieser Richtung. Und wenn ich in diese Richtung schaue, sehe ich das Einkaufszentrum. What the fuck? Da ist diese riesige Wald und die Tusse, die sich versteckt hält. Eigentlich sollte man die und ihr Versteck sehen. Nicht das Einkaufszentrum. Der Radweg ist eine abschüssige Küstenstraße mit herrlichem Streckenverlauf. Genau, und wie ist das, dieser Radweg aussieht, das sehen wir am nächsten Part von Pokémon Blau. Bis dann.